بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. Ich will sein Glauben, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben. Die heutige Hörreise beschreibt einen Zustand, ich würde gerne sagen, in dem ich die Umma befindet, aber ich kann nicht für alle sprechen. Ich kann nur für mich selbst reden. Ich kann nur mein Werdegang erwähnen oder das, was ich erlebe und sehe. Ich denke und ich würde behaupten, dass es sehr viele anspricht und dass wir das sehr, sehr oft erleben. Ob es so ist, weiß ich nicht. Im Verlauf der Hörreise wirst du vielleicht verstehen, warum ich die Hörreise so benenne. Ein Ohr rein, ein Ohr raus. Eine Aussage der Deutschen, die wahrscheinlich das am besten beschreibt. Subhanallah, Bahamdi. Subhanallah al-Azim. Geschwister im Glauben, ich bin 2002 konvertiert. Wir haben 2024, Alhamdulillah für diese Jahre. Ich danke Allah subhanahu wa ta'ala für jeden einzelnen Jahr. Für jeden einzelnen Monat, jeden einzelnen Tag, für jeden einzelnen Moment. Einfach ein Gläubiger zu sein, beziehungsweise ein Gottergebener. Oder es versucht zu haben am Ende des Tages. Aber man ist schon das ein oder andere Mal gestolpert. Aber wisst ihr, was mich sehr traurig macht, worüber ich nachgedacht habe? Und auch deine Erkenntnis, Jani, die wirklich nach fast 22 Jahren auch immer noch da ist. Und ich werde mich ansprechen, weil ich, wie ich am Anfang gesagt habe, ich nicht sagen kann, ob das jeder, das wirklich jeden betrifft. Viel Theorie, wenig Praxis. Viel Theorie, wenig Praxis. Ich sehe sehr viel Theorie, sehr viel Theorie, sehr vieles Ausgesprochenes, sehr viel Gesprochenes, doch ich sehe sehr wenig Praxis. Da, wo der Islam verlangt wird als Tat, Bluff. Und der Islam, was Islam ausmacht, ist nicht das Wort an sich. Was Islam ausmacht, ist das Handeln nach der Religion. Das ist ja, was Menschen auch zur Religion brachte. Das Handeln nach dem Islam. Wir sind eine Generation der Theorie und des Redens und des Sprechens und des Sagens und Erzählen und Erwähnen. Des Postens nicht vergessen. Wir posten so viele schöne Aussagen. Aber was davon umgesetzt wird, ist nicht mal ein Bruchteil. Ich kann dir ganz einfache Beispiele geben, um vielleicht das zu verdeutlichen. Nehmen den Nachbar. Der Islam klärt ganz klare Nachbarrechte. Und wie wichtig es ist, zu den Nachbarn nett zu sein, korrekt zu sein, gut zu sein. Selbst wenn der Nachbar gegen dich ist, manchmal sogar, ne? Und die Sorge um den Nachbar, die Mitsorge, das Mitgefühl, die Hilfe untereinander. Jetzt würde einer sagen, ja, aber hier in Deutschland gibt das nicht. Aber es interessiert keinen, ob es gibt oder nicht. Die Frage ist, ob du es auslebst. Weil es ist immer einfach, auf andere zu zeigen und sagen, es existiert nicht, weil die Menschen nicht so sind. Dann sei doch der Anfang. Das müssen wir doch längst kapiert haben, dass wenn etwas nicht da ist, dann müssen wir das selber in die Hand nehmen und es umsetzen. Aber uns interessiert es gar nicht. Wir erzählen über diese Dinge in der Theorie, aber in Praxis setzen wir es nicht um. Keiner geht dahin und versucht, seine Nachbarschaft zu beleben. Oder um seine Nachbarn sich zu kümmern. Vor allem, wenn da muslimische Nachbarn sogar sind, dass du auch, obwohl, ja, die Nachbar ist Nachbar, ne, egal, ob Muslim, nicht Muslim, aber ich meine so auch deine muslimischen Brüdern. Oder sagen wir mal, die Brüder untereinander und die Schwestern untereinander, als Umma, als eine Umma des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wisst ihr, die Sahaba radiallahu anhum, sie bekamen ein Stück Fleisch. Zum Beispiel, etwas kam auf einen zu, er hat ein Stück Fleisch bekommen, dann hat er sich Gedanken gemacht, mein Bruder, der hat auch wenig, glaube ich, ich gebe das lieber denen.
Und der hat dasselbe gedacht und hat das dem Nächsten gegeben. Und der andere hat dasselbe gedacht, das dem Nächsten. Bis das Fleisch zurückgekommen ist, du die erste Person. Aus Mitgefühl. Aus Sorge füreinander. Yani, wir reden, ob wir Mitgefühl haben mit den Geschwistern in Palästin oder Uiguren oder andere Ortschaften oder den Erdbebenopfer etc. Was eine gute Sache ist, möge Allah denen helfen und möge Allah denen beistehen. Aber wir haben kein Mitgefühl untereinander, was eine religiöse Tat ist, was ein Handeln nach der Religion ist. Wir haben keinen Umgang mit den Nachbarn, obwohl das eine Tat ist. Wir könnten alle Rechte aufzählen und die Hadithe bringen und wie schön die Hadithe sich anhören. Und das ist das Krasseste. Wir erzählen diese Sachen und sagen, Subhanallah. Aber wir setzen sie nicht um. Wir setzen nicht. Ich bin satt von diesem Nicht-Umsetzen, Yani. Ich bin satt zu sehen, wie wir Dinge sprechen, aber wie sie nicht, wir nicht danach handeln. Ich könnte Beispiel um uns werfen und uns damit klar machen. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Geht das in ein Ohr rein und in anderes raus? Wer macht sich Gedanken, ob dein Bruder Schulden hat zum Beispiel? Und es gibt Brüder unter uns, die haben starke Schulden. Wer macht sich Gedanken, wie kann man diesen Menschen helfen? Es gibt Brüder, die haben andere Probleme, mentale Probleme. Wirtschaftliche Probleme, Arbeitsprobleme, gesundheitliche Probleme. Wer besucht die Kranken ins Krankenhaus? Und wir wissen, Krankenbesuch ist eine Sache, die sehr stark belohnt wird. Wer fragt nach dem Zustand einer Person und macht sich mit Sorgen, versucht diese Sorgen zu übernehmen von der Person, zu helfen? Gegenseitige Hilfe, die Probleme lösen. Und wir wissen, löst du eine Sorge oder nimmst du eine Sorge deines Bruders auf, egal von Schwester, von Brüder, Allah Azza wa Jal nimmt eine Sorge von dir weg am Yom al-Qiyamah. Wenn wir jetzt diesen Hadith hören, Gänsehaut. Was? Ja, nimmst du eine Sorge von deinem Bruder? Allah nimmt dir eine Sorge am Yom al-Qiyamah. Aber genau das ist dabei rausgeworden. Wir haben daraus Aussagen gemacht, schön gehörtes. Es macht Gänsehaut, aber wir sehen diese Taten nicht. Oder wir sehen die sehr wenig. Wer vergibt sich gegenseitig? Die meisten rächen sich gegenseitig, anstatt sich gegenseitig zu vergeben. Und wir wissen, dass die Vergebung ist eine starke Belohnung. Machen wir nicht. Wer macht sich Gedanken über die Häuser Allahs? Wer macht sich Gedanken über die Menschen, die da drin sind? Ich will damit sagen, wir handeln nicht nach dem, was wir sagen, von dem, was wir wissen in der Religion. Aber das nützliche Wissen ist das Wissen, wonach du handelst, nicht wovon du behältst als Theorie in deinem Kopf. Es kommt mir vor, als würde ich mich ständig in einer Theorieprüfung befinden. Und ich muss Fragen beantworten in einer Theorie, ob das theoretisch wirklich alles stimmt. Aber Praxis oder praktische Prüfung kommt nie. Dabei sind das doch die Taten, die zählen. Nicht das, was wir nur auswendig lernen und wissen und antworten können. Die Taten zählen am Ende. Sind wir wahrlich Theoretiker geworden? Sind wir eine Umma der Theorie? Sind wir keine Umma der Umsetzung? Wie viele von euch, und die würden alle, die das zuhören, würden mir bestätigen, wenn wir handeln würden, wie der Islam uns alles beibringen, würden, was sagen alle? Da würden die Menschen in Scharen konvertieren, weil die würden nicht klarkommen, von den Taten, was der Islam mitgibt, dieses Mitgefühl, das der Islam mitteilt, diese Mithilfe, was der Islam mitteilt, diese Mitsorge, was der Islam verpflichtet, dieses untereinander Zusammenhalten, was der Islam verpflichtet, dieses nett sein, korrekt sein, gute Wörter sprechen, gutes Denken, ja nicht so viel Positives, ein Charakter, den du dir gar nicht vorstellen kannst, der kommt schon fast märchenhaft vor. Wir sagen immer, wenn wir danach handeln würden, die Menschen würden Islam annehmen, ohne dass wir überhaupt sie rufen müssen. Ja, aber wir handeln nicht. Wir handeln nicht. Das ist das Problem. Wir handeln nicht. Wir bleiben irgendwie bei dem, was wir auswendig gelernt, bei dem theoretischen Teil stehen. Dann wissen wir die Sachen, dann haben wir das im Buch gelesen, dann tun wir das Buch weg und dann machen wir weiter. Und nicht nur im Umgang, ja? Geschwister im Glauben.
Nicht nur im Umgang mit. Ich habe jetzt viele Dinge angesprochen, die ein Umgang sind. Auch mit uns selbst. Auch mit uns selbst. Ich sage euch: Phänomen. Du machst Umrah. Oder du bist in einem Vortrag. Die Leute hören dir in der Umrah oder im Vortrag aufmerksam zu. Vor der Kaaba weinen sie. Sie heben ihre Hände. Sie werfen sich nieder. In den Vorträgen weinen sie. In den Vorträgen haben die feuchte Augen und gucken dir aufmerksam zu, aufrichtig zu auch. Du siehst ja, Tabarakallah, Baraka von Allah, so, deine Sakina. In den Vorträgen, auch in Deutschland, in der Masjid, die Brüder reden, die Menschen hören zu, weinen, kommen, erzählen. Es vergehen nicht 2 Stunden. Du siehst bei den Menschen Status, Shisha, Musik, Frauen, Schwester, Selbstdarstellung, Profilbilder. Da frage ich mich so, hä? Wozu reden wir die ganze Zeit? Dass wir nur Theoretiker bleiben? Okay, es war eine schöne Märchenstunde. Alhamdulillah. Schön, danke. Jetzt kann ich weiter posten. Die Religion ist doch umsetzen. Versteht ihr? Das ist so mein Punkt, wo ich sage, wir erzählen und die Leute weinen und die Leute sagen, Allahu Akbar, stark, ajib, mashallah, Bruder, boah, krasser Vortrag, guck mal, nur die schicken dir Bilder, guck mal, wie krass, guck mal, das, auf einmal siehst du Status, Katastrophe. Präsentation mit Sünden, ohne Sünden, Halbsünden, kleine, große, mit Halbsünden, meine ich kleine, große, bevor einer fragt, was Halbsünden sind. Kleine Sünden, große Sünden. Ja, nee, was ist los? Wozu reden wir die ganze Zeit? Dann wir posten die auf einmal Rapper oder. Hey Bruder, was ist los? Die Religion ist kein Säkularismus. Wenn wir uns einmal die Woche sehen oder wenn wir bei einer Umrah sind oder wenn ich einmal in der Masjid gehe, dann bin ich Allahu Akbar. Wenn ich zurückkomme, ich bin derselbe, der ich war. Dann egal. Du musst einen Abstrich machen. Du musst verstehen, dass die Religion keine Theorie ist. Die Religion ist nicht ein Post oder ein schöner Text. Und diesen schönen Text, den du postest und liest, sollst du verinnerlichen und umsetzen. Und ich habe das schon mal in einem Vortrag gesagt. Ich habe gesagt, mach es nicht in deinen Status, mach es in dein Leben. Wenn wir etwas lesen, müssen wir versuchen, es im Leben hinzufügen, nicht in unseren Status. Wallah, manchmal, und ich meine das ernst, kriegt mich diese Stories und Status auf. Ich war sehr kurz davor, wirklich den Admins in Instagram zu sagen, bitte entfolge jeden, einfach jeden. Ich kann das nicht mehr sehen. Menschen, die ich kenne, die mich kennen, Menschen, die mit mir waren, verreist waren. Ja, nee. Vortrag, okay. Ein Tag später, Harakett. Hä? Okay, guck mal. Jetzt einer sagt, Bruder, du weißt doch, Iman, Jankos, wo ihr seht und so. Tayyib, ich weiß, Iman steigt und sinkt. Krass schon, in welcher Geschwindigkeit bei manchen. Aber warum müssen wir das alles zeigen? Warum können wir es nicht für uns behalten? Und um Vergebung bitten und uns schämen. Und wann wollen wir endlich anfangen, Dinge umzusetzen? Wann wollen wir wirklich nach der Religion handeln? Für uns selber und mit den anderen. Die Dinge, die wir davor erzählt haben. Oder das alles, was wir reden, geht in ein Ohr rein, in dem anderen raus. Brüder, um uns kümmert gar nichts, habe ich das Gefühl. Wer macht sich Gedanken um den nächsten, links, rechts, vor dir, hinter? Umherum hast du Muslime. Ach komm, lass mal dies, interessiert mich nicht das. Nein, mein Bruder, so ist das aber nicht. Wir werden für alles befragt. Und ihr kennt den berühmten Hadith, oh mein Diener, ich habe Hunger gehabt und du hast mich nicht ernährt. Und der Diener wird sagen, ja Allah, wie soll ich dich ernähren? Ja, nee. Wie sollen wir Allah subhanahu wa ta'ala was wissen? Der sagt, der Diener, so und so hat Hunger gehabt, du hast ihn nicht gegeben. Oh mein Diener, ich war nackt und du hast mich nicht begleitet. Ja Allah, wie sollten wir dich begleiten? Mein Diener so und so hat er keine Kleidung gehabt und du hast ihn nicht bekleidet.
Ich habe Durst gehabt, du hast mich nicht zu trinken gegeben. Mein Diener so und so hat Durst gehabt, du hast ihn nicht zu trinken gegeben. Allah sagt Hadith Qudsi, achi. Wie viele Brüder sind um uns herum oder Schwestern, die Probleme haben und uns kümmert das nicht? Wir fragen nicht mal, dann wollen sie nicht mal wissen. Und wenn die uns dann sagen, ja, hey, nicht gut, dass, nicht schlecht, dass du sagst, hey, das ist gut, oder mach Dua, Bruder, du hast stärkste Sache. Aber ihr wisst, wir können handeln, wir können helfen. Aber tun's nicht. Abdurrahman ibn Auf bekommt eine ganze Karawane, Riesenkarawane, Ladung von Proviant und alles. In Medina herrscht Armut. Er hat alles gespendet für Allah subhanahu wa ta'ala. Weil dem die Sorge der Muslime im Herzen lag. Ich sag nicht, dass du das so machen sollst. Das ist eine Tat, Yani Khalas, die ist ein Stern für uns. Haben wir ja kapiert. Aber frag doch dein Umfeld umherum, deine Brüder. Guck, wo du helfen kannst. Das gehört auch zum Islam. Das ist auch Islam in Tat. Grüße Muslime, die du kennst und nicht kennst. Gehör ist Islam in Tat. Speise Arme. Helfe Leute, die Probleme haben. Das ist Islam. Islam sind Taten. Taten, Taten, Taten. Nicht nur Aussagen. Wie Hoblos gesagt hat, wenn wir wegen Reden ins Paradies müssten. Wir hätten alle, diese Generation hätten die höchste Stufe im Paradies gehabt. So viel quatschen wir, so viel reden wir. Wir können die Religion immer reden, besprechen, schön reden, beziehungsweise schön erzählen über die Religion. Das ist, was ich sagen will. Wir können immer sehr viel, aber es bleibt. Dann machst du diesen Podcast aus oder das Video von dem Bruder aus. Du hast ja einen schönen Vortrag angehört von dem Bruder, das hat dein Herz berührt, dein Bruder berührt meistens Herzen, Mashallah, der Barakallah. Dann hörst du das und dann, anstatt dass das dein Herz dreht, wenn das Video aus ist, zack, als hätte ich das jetzt wieder so, okay, jetzt gehe ich in die Shisha-Bar. Hä? Hat sich das nicht bewegt, was du gerade gehört hast? Ja klar, Bruder, boah, das war so herzbewegend. Ja, aber hat sich das nicht verändert? Ist das nicht ein Fragezeichen? Das ist nicht ein Fragezeichen für dich. Das ist der Punkt, dass ich sage, ein Ohr rein, ein Ohr raus. Im anderen Ohr raus, ganz einfach. Das ist traurig. Wie so ein Zug, der vorbeifährt. In eine Lichtgeschwindigkeit. Weg. Ah, okay, war ein Zug. Ich gehe weiter. Das ist etwas, was ich über Jahre sehe in verschiedenen Situationen, ob es Streit war zwischen Brüdern und sich gegenseitig nicht vergeben haben, ob irgendwelche Meinungsunterschiede waren, wie man damit umgegangen ist, dass wissensbedingte Dinge waren und das auch von großen, von Menschen mit viel Wissen, von Muslimen mit weniger Wissen, von Vorsitzenden, Imam. Du hast gedacht, ey, warum handeln wir nicht nach der die Religion? Die Religion gibt so viel Mitgefühl, so viel Mitsicht, so viel Mitdenken, so viel, ja nee, okay, kein Problem, so viel Schönes. Aber wir handeln ganz anders. Irgendwie, als würden wir alle für den anderen das Schlechte wollen. Dabei erzählen wir den Nicht-Muslimen, ja, Islam ist Brüderlichkeit, Geschwisterlichkeit, Zusammenhalt. Bruder, braucht nur Eid einzubrechen. Ich gebe keinen Zusammenhalt. Gibt es keinen Zusammenhalt, Bruder. Ich weiß, das ist eine große Sache, was der Eid angeht, ne? Weil wir uns, glaube ich, nie da einig werden, aber bei den kleinen Sachen. Bei sich selbst und bei den kleinen Sachen mit den Menschen. Wie sagt er, Rechte des Nachbars brauchst du nur zu lesen. Und du wirst erkennen, dass wir nicht wie Nachbarn handeln. Das ist traurig. Wenn wir ein bisschen von, glaubt mir, liebe Geschwister, wenn wir 10% von der Sunna und von dem, was wir auswendig können, von der Hadith versuchen umzusetzen, wir werden Herzen in Massen erreichen. Ich sage nicht, wir werden sie zum Islam bringen, ne, weil das macht Allah Azza wa Jal. Aber du wirst Menschen erreichen. Wallah billahi al-azim, handle nach der Religion. Du wirst sehen, wie die Menschen das auf die. Du wirst das nicht glauben. Du wirst das nicht glauben, wenn die das in dir sehen. Man sieht in dir die Religion. Du wirst sagen, oh mein Gott, krass. Ich muss dir nicht mal was sagen. Natürlich, weil die Tat, weil manche, die sagen ja, manche Bilder sprechen Bänder.
manche Taten sprechen mehr als Bänder. Mehr als Bänder. Wirklich. Eine Geste kann ein Mensch, kann nicht nur ein Mensch, kann viele Menschen verändern. Eine Tat kann sehr, sehr viel bedeuten. Sie wirkt fast unvergesslich. Fast unvergesslich. Das wirklich, ich vergesse das nie, als damals in Mönchengladbach diese Problematik gab es mit Meshe der Sunna und ein Mann vom Fernseher befragt worden ist, was er von der Moschee denkt in Aiken. Und er sagt, ich sag Ihnen eins, ich wohne seit 30 Jahren hier. Ich habe meinen Autoschlüssel in mein Auto an der Türe stehen gelassen. Weil früher waren nicht alle Autos per Funk, wie heute Keyless Go und so weiter. Ja. Man muss den Schlüssel ins Türschloss stecken, damit man die Tür vom Auto aufkriegt. Der Mann hat das so gemacht und zugemacht und hat den Schlüssel dran gelassen. Und ist nach Hause gegangen. Zwei Brüder, die auf dem Weg zur Moschee waren, haben den Schlüssel dran gesehen, haben den abgemacht, die haben sich gedacht, dieses Auto mit diesem Kennzeichen muss an diesem Haus hier irgendwo gehören wahrscheinlich. Haben die spekuliert. Und die haben angefangen zu klingeln bei jedem. Hallo, guten Tag, kennen Sie vielleicht das Auto mit dem Kennzeichen? Ich weiß, was das für ein Auto nochmal war. Ich kann mich erinnern, es war ein silbernes Fahrzeug, das die Brüder gesagt haben. Bis sie den Besitzer gefunden haben. Der Mann hat sich bedankt. Der hat gesagt, das hätte er nie erwartet. Jeder hat ja aufgemacht, hat geguckt, ob der so was daraus nehmen kann. Manche werden vielleicht mit dem Auto weggefahren. Und dann sagt er bei der Zeitung, er hat gesagt, gucken Sie, ich bin seit 30 Jahren hier, oder bei der Kamera im Fernsehen, ich bin seit 30 Jahren hier, ich habe diese Sache erlebt, ich kann nichts Böses über diese Menschen sagen. Ich kann nichts Schlechtes über diese Menschen sagen, quasi. Weil das, was ich erlebt habe, ich glaube, das hätte ich nie von anderen erlebt. Es ist nicht so, dass die Tat von den Brüdern einzigartig ist. Hätten auch nicht Muslim machen können und den Inhaber suchen. Aber es geht sich darum, dass die Brüder gehandelt haben. Und nicht Märchen immer erzählen. Oder Affen. Und nicht immer Dinge erzählen. Die haben gehandelt. Dieser Mann, diese Handlung ist in seinem Kopf geblieben. Vielleicht auch verkompliziert, man weiß nie. Aber die Handlung hat seine Sicht in den Dingen. In einer Zeit, wo die ganze Medienzeitungen gegen diese Moschee gesprochen haben, dieser Mann hat ein paar Meter von der Moschee gewohnt. Also ich kann nichts mehr über diese Leute sagen. Die haben hier die ganze Häuser abgefragt, bis sie mich gefunden haben. Wer hätte das gemacht? Glaub mir, liebe Geschwister, glaub mir. Eine Tat bei Allah, ein Lächeln kann Menschen verändern. Kann das viel für jemanden bedeuten. Jemand ins Krankenhaus, dass du morgens auch sagst, boah, welcher Bruder liegt im Krankenhaus? Vielleicht gehe ich ihn besuchen. Vielleicht dieser Besuch, denkst du in dem Moment, der bedeutet nichts. Aber der krank da liegt, wenn du reinkommst, du weißt gar nicht, wie viel Kraft du ihm gibst. Du weißt gar nicht, wie viel Kraft du ihm gibst. Du weißt, dein Bruder hat andere Probleme, mentale, wirtschaftliche. Du gehst und hilfst ihm. Vielleicht erscheint das für dich wenig oder nicht, aber diesem Bruder bedeutet das sehr viel. Manchmal nur ein Salam. Einfach ein Salam. Salam alaikum, Bruder, wie geht's dir? Schreiben. Heutzutage haben wir ja die Wege des Schreibens. Wir müssen ja nirgendwo hin, was traurig ist. Wir vergessen aber, dass ein Hadith in Riyadu Salihin über einen Mann spricht, der seinen Bruder besucht nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal schickt ihn einen Engel und sagt, wo gehst du hin? Er sagt, ich gehe zu meinem Bruder. Der sagt, warum? Hast du einen Grund? Der sagt, nein, lillah, nur für Allah. Weil er mein Bruder, weil das heißt Liebe, Brüderlichkeit. Ich besuche meinen Bruder für Allah, ich besuche meine Schwester, besuche ihre Schwester für Allah, weil du meine Schwester bist. Und Engel sagt zu, und der Engel sagt zu dir, ich bin ein Engel, Allah ist ein Bruder, Allah, ich soll dir sagen, Allah liebt dich, weil du deinen Bruder besuchst für Allah. Ah, kriegen wir wieder Gänsehaut. Machen wir es. Handeln wir nach diesem Hadith. Ich wüsste deinen Glauben. Dieser Podcast, diese Hörreise, geht auf eine Erfahrung zurück, die über Jahre da ist. Für mich selber.
Diese Hörreise soll eine Hörreise sein, die da uns hin motiviert, nach der Religion im Alltag und allgemein zu handeln. Für uns selbst gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, aber auch mit den Menschen um uns herum. Ich kann zu dieser Hörreise wirklich euch ein Buch empfehlen, was hilft. Nämlich das Buch von Sheikh Arifi, Genieße dein Leben. Er gibt dir sehr viele Beispiele, wie du handeln solltest über Menschen in verschiedenen Situationen, die von der Religion so sind, yani belegt von der Religion durch Koran und Sunna, denn das ist unsere Religion. Die Quelle der Religion ist der Koran und die Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Das Wort Allahs subhanahu wa ta'ala und das Wort des Propheten alaihi salatu wasallam. Beleg darin, wie du danach handeln sollst, und wenn du es machst, wirst du dein Leben genießen, weil du eine innere Zufriedenheit bekommst, weil du nach der Religion handelst. Automatisch wirst du von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt. Aber wenn wir weiterhin die Religion betrachten als eine Theoriestunde, worauf wir eine Prüfung wahrscheinlich schreiben werden und vielleicht auch alles richtig schreiben, alles richtig beantworten, wird es trotzdem Theorie bleiben. Wird es trotzdem Theorie bleiben. Die Sahaba, die Salaf, die haben gehandelt, ja. Das hat sie ausgemacht. Die haben nach dem gehandelt, was sie gelesen haben, was sie gelernt haben. Unser Handeln ist das Lesen und Lernen. Unser Handeln ist das Lesen und Lernen. Und ich meine mich damit selbst. Wallah billah. Ich meine mich damit selbst. Ich will aus dieser Misere heraus. Ich will viel mehr Islam ausleben. Ich will mehr Handlung haben als Wort. Denn das macht meine Religion aus. Das macht eine gläubige Person aus. Denn das macht wahren Iman aus. Denn diejenigen, die glauben, die setzen ihren Glauben in Taten um. In guten Taten, in guten Werke. Und davon benötigen wir. Wir müssen aufhören, Schwätzer zu sein. Und wir müssen anfangen zu schwitzen in Taten, weil wir viel danach handeln. Nicht, weil wir immer viel danach reden. Wenn wir etwas hören und das bewegt uns und das hilft uns, dann müssen wir es versuchen, so schnell wie möglich es umzusetzen. Nicht einfach als Gehörtes irgendwo lassen und dann machen wir einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. In unseren Sünden, in unseren schlechten Taten und in dem, was wir tun. Ja, nee. Die Religion ist Handeln. Ich weiß nicht, wie oft ich das selber sagen muss, aber die Religion ist eine Tat. Stell dir mal vor, und ich gebe dir jetzt ein dummes Beispiel. Ein Arzt redet über eine Herz-OP. Du bist jetzt ein Patient. Du brauchst eine Operation, ja? Der Arzt erzählt dir theoretisch gesehen, wie die Operation verläuft und alles über die Operation und was gemacht werden muss, aber operiert dich nie. Wie viele Überlebungschancen hast du? Gleich zero. Wallah. Das ist das. Stell mal vor, er erzählt und erzählt und muss dieses Skalpell benutzen und so und da und die Atmung und die Herzschlag und das und hin und her und diese Schläuche. Und du sagst, ja, ich kann nicht mehr, Janine. Mein Herz platzt langsam. So, ich muss jetzt operiert werden. Er sagt, ja, warte. Wir reden noch. Und erzählt und erzählt und erzählt und erzählt, die Zeit vergeht. Und du siehst, wie der Puls runtergeht und dein Herzschlag langsamer wird. Und du mit dem letzten Atemzug noch sagst, bitte. Und der sagt zu dir, ja, morgen. Ja, langsam. Wir machen langsam. Ja, schöne Sachen. Es hört sich alles so schön an, aber die Praxis ist etwas anderes. Ja, das ist, was ich meine. Wir befinden uns ständig in einer Blase der Theorie. Als wenn wir eine Theorieprüfung bestehen müssen. Aber wir müssen keine Theorieprüfung bestehen. Die Theorie ist dafür da, damit wir die praktische bestehen. Das ist das. Damit die Taten in der praktischen Prüfung auch korrekt sind. Das ist ja nützliches Wissen. Ja, wenn du Allah verlangst um nützliches Wissen, ist es das Wissen, was du in Taten umsetzen wirst, mein Bruder, meine Schwester. Aber irgendwo müssen wir anfangen, auch zum Tun.
Wir können viel über ein Haus spekulieren, wie es gebaut wird und was wir für Materialien brauchen. Wir können sogar die Materialien besorgen und das Ganze als Bücher betrachten in unserem Leben. Und wir können diese Materialien besorgen, alle dahin. Wenn wir nicht anfangen zu bauen, wird es kein Haus geben und wenn es regnet, stehen wir im Nassen. Ganz, ganz, ganz einfaches Beispiel. Ich weiß, wir reden meistens immer viel, leider. Aber es muss sein, weil wir verstehen das, glaube ich, dann auch nicht. Was jetzt Vortrag angeht. Ich wünschte mir, wir fangen an zu handeln. Ich wünschte mir das wirklich vom ganzen Herzen. Und du gehst in Ortschaften, besuchst Moscheen oder du triffst Muslime und du siehst, wie die nach der Religion einfach handeln. Nicht reden, handeln. Und du denkst dir, Subhanallah. Subhanallah, was wie schön ist die Religion, wenn du siehst, wie die handeln nach der Religion. Wie schön es wäre, stell dir mal vor, ein Tawaf in Mekka an der Kaaba nach der Sunna des Propheten Muhammad und jeder gönnt den schwarzen Stein den anderen. Wie schön das wäre, was für ein Bild, oder? Nein, Bruder, küsst du, ich brauche nicht, küsst du erstmal. Komm, Hajj, mach du. Alle lächeln und einer schüssen. Aber wie ist die Situation am schwarzen Stein? Das ist die Situation der Oma, was Tat und Theorie angeht. Alle wissen darüber Bescheid, jeder handelt wie ein Affe im Käfig. Kann man nichts anderes zu sagen. Möge Allah mir vergeben, wenn ich jemand Unschuld begehe, aber Unrecht begehe, das ist traurig. Das ist traurig. Stell dir mal vor, wie schön das wäre, wenn wir einen Vortrag haben, schönen, ermahnenden Vortrag, ermahnende Wörter und die Menschen fangen nach diesen Wörtern zu handeln. Die Schwester bedeckt sich dann, löscht ihr Profilbild, macht keinen Status mehr, der Bruder macht das nicht mehr. Denkt sich, heute Abend gehe ich nicht mehr, ich höre jetzt mit Shisha aber auf. Ich stelle mich im Gebet, ich fange ein Buch zu lesen, ich versuche mal nächsten Tag Fajr in der Moschee zu sein. Stell dir das mal vor. Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, manchmal, du gehst zu den Vorträgen und du hältst einen Vortrag und so, okay, schön. Und dann von manchen Leuten, weil die Leute offenbaren ihre Taten ja nicht, die offenbaren sie, die halten sie ja nicht mal für sich. Und du kommst zu derselben Ort und es ist immer noch keine Veränderung. So. Liebe Geschwister im Islam, das ein Ohr rein, am anderen Ohr raus, muss aufhören. Es muss in ein Ohr rein, von dem Ohr muss ins Herz gelangen, vom Herz nach außen. Dann kann es wieder raus, als Tat umgewandelt. Das ist so wichtig. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben. Möge Allah uns besser machen, standhafter. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bereichern mit Taten. Daten der Religion. Der Sakallah khairu wa barakallahu fikum.